Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Isha 3. Ich hab's durch das Gas durchgeschafft. Ich habe einfach, ich glaube bis 8 Uhr, also nicht unserer Zeit, sondern Spielzeit, vor der Tür einfach gestanden, die Leute gegengeheilt. Ich habe psychische Regenerationstrank gebraut. Da habe ich schön die drei Reagenzien, die man dazu braucht, angeordnet. Die hat dann Krims getrunken und dann haben wir uns nochmal hochgeheilt und dann sind die Leute wieder runtergetickt. Es war total dramatisch und dann stand ich, dann habe ich nochmal eine Uhr gefunden und habe da dann dran rumgespielt, bis endlich die nächste Tür aufging und dann stand ich wieder vor einer Tür und die ging dann, 19 Uhr ging die dann auf und dann bin ich einfach nur mit den Leuten durch. Und das Gas war zu Ende. Ah, oh. Okay, jetzt wissen wir auch, was die ganze Zeit die Geräusche macht. Sind das mehrere Feuerbälle? Egal. Da war Gas zu Ende. Da wartet leckeres Brötchen auf uns. So, dann dürfen die Herren mal... Spielneustart. Gut, dass ich erst gespeichert hatte und jetzt machen wir gemeinsam einen Spielneustart. Ja. Jetzt seht ihr mal den Spielstart von ganz am Anfang. Und dass man schön die Sprache wählen kann. Also wenn man sich sicher sein will, ob die Texte stimmen, kann man hier halt auf Englisch stellen. Französisch und Spanisch habe ich jetzt natürlich noch nicht getestet. Französisch verstehe ich recht viel, aber Spanisch eher weniger. So, das Intro haben wir schon mal gesehen. Diesen Drachen haben wir auch schon mal genossen. Und dann kann man das Spiel laden. So, jetzt kennt ihr wirklich dann alles vom Spiel. So, gut. Also wir haben festgestellt, hinter uns war Gas. Das wir glücklicherweise hinter uns gelassen haben. Vor uns liegt immer noch das Brötchen und wir wollten jetzt eigentlich mal was essen. Wenn das Spiel uns lässt. So, einmal am Brötchen nagen, voll. Brötchen nagen, fast voll. Oh, du musst auch mal noch mal was. Falscher Charakter. Da noch mal Brötchen kauen. Ja, das Spiel mit seiner Absturzzeugs da. Ist ein bisschen ärgerlich, aber ja. Kriegen wir irgendwie hin. So, Herr Grims, zeig mal deinen Brotstand. Kein wirklicher Notstand. So, dann, da wir jetzt durch einiges an Feuer scheinbar durch müssen, heilen wir uns mal nochmal ein bisschen hoch. Zur Not können wir halt auch nochmal Regenerationstränke brauen und Brot verteilen. Ja, es tut mir leid, wir speichern wieder ab, weil das Spiel ist echt ein bisschen anstrengend. So, dann schauen wir uns mal die Sachlage an. Das ist, ich glaube, es sind mindestens drei Bälle. Keine Ahnung, ob man dazwischen stehen kann. Sieht zumindest mal so aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir einfach geradeaus duschen müssen. Dann schmeißen wir doch einfach mal den Feuerschutz an und Augen zu und durch. Falls wir was vermissen, müssen wir uns hier nochmal näher umsehen. Aber aktuell reicht es mir, dass wir das überstanden haben. Oh, halt, stopp, stopp, stopp. Moment, halt, stillhalten. Schön, dass er brav stillhält. Gut, dass wir erst gegessen haben. Wer bist denn du? Aber ich glaube, so jemanden wie dich haben wir schon mal irgendwo gesehen. Wenn nicht in diesem Teil von Isha, dann im anderen. Irgendwie kommt der Junge mir bekannt vor. Irgendjemand... Ja, du kannst auch noch paralysieren, aber er ist tot. Sehr schön, ein Gegner, der mal wieder Gold dabei hat. Hi! Wo kommt denn ihr her? Grims, mein Guter. Nee, Wurfwaffen bist du, glaube ich, nicht gut. Wir werden jetzt einfach mal unsere Wurfwaffen benutzen. Wer ist denn von euch am besten in Wurfwaffen? 76, 74, 17. Aramir, du darfst jetzt mal
dich als Werfer üben. Moment, wie ging das noch? In Ich hier 1 habe ich das mal gemacht. Oder nee, ich glaube, man muss die einfach nur. Ging das so? Nee, so ging es nicht. Wir lernen Wurfwaffen benutzen, dann so wahrscheinlich. Okay. Ach so, dann muss ich jetzt. Hey, ein Schadenspunkt. Ich glaube, das bringt's nicht. Ich glaube, das bringt's nicht. War jetzt ein Versuch wert. Wir können jetzt auch sagen, dass wir in diesem Let's Play einmal Wurfwaffen benutzt haben. Aber okay. Zelloran muss dann beide paralysieren. Und dann klappt das schon irgendwie. Hoffe ich zumindest. Da sehe ich ein Schlüsselloch. Okay. Hoffentlich kommen dann nicht noch mehr von denen. Tief durchatmen und. Panta. Einer stillhalten, zwei stillhalten. Und wild drauf losprügeln. Schön, dass sie immer auf einen geht. Das ist sehr vorbildlich. Das nennt man Focus Damage. Mach mal Focus Damage. So, einer tot. Einmal nachparalysieren. Und wieder drauf losdreschen. Und gleich müssen wir wieder ins Brötchen beißen. Aber vorher darf der ins Gras beißen. Dankeschön. So. Da ein Schlüssel. Ja, genau, einen Schlüssel haben wir noch. Sehr schön. Aber jetzt kauen wir zuerst mal wieder Brötchen. Und ja gut, bevor wir Brötchen kauen, speichern wir halt mal wieder ab, ne? Denn diesen Kampf wollen wir nicht wieder machen. Ich meine, wenn ich jetzt danach dann sterben würde oder so, dann wieder einen Kampf machen, ist halt okay. Aber Spielabsturz und dann irgendwas wieder machen, das ist irgendwie, ich weiß nicht. Das ist gar nicht toll. Das macht mich dann so ein bisschen verzweifelt. So, da die Dame jetzt keinen Mana mehr hat, brauchen wir mal eben einen Mana-Trank. Und Brösterchen. Ja, es sieht jetzt so aus, als hätte sie keinen Mana bekommen. Das hat mich auch in der letzten Pause ein bisschen erschreckt. Aber wenn dann hier einmal auf und zu und dann sieht man, dass sie wirklich Mana dazu bekommen hat. Und dann ist man wieder beruhigt. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Und dann machen wir hier das Schlüsselchen und schauen mal, was es hier sonst noch so gibt. Okay. Okay. Jump and Run kann es nicht werden. Ich glaube, das soll Lava sein. Keine Ahnung. Sowas hatte ich bisher noch nicht bei Isha. Da ist ein Kreis drauf. Irgendwas hat gerattert. Da ist noch so ein Kreis. Muss man alle Kreise treten? Was war das? Da ist noch ein Kreis. Hä? Zuerst hat es gerattert und dann macht es komisch. Eher so nach Kreissäge oder so. Jetzt tut's gar nichts mehr. Hey. Darf man auf nicht so viele Kreise rauftreten? Weil jetzt tut's gar nichts mehr. Spiel, was sollen wir denn hier machen? Kannst du mir das sagen? Wir laden mal wieder.
sollten eine andere Strategie verfolgen. Vielleicht auf keinen Kreis drauf treten. Wir starten das Spiel neu. Habe ich mich natürlich daneben geklickt. Moment, so. Bei GOG wieder mein Isha 3 finden. Das Fenster geht auf. Wir warten mal ein Momentchen. Ja, willkommen im Leid eines Isha 3 Let's Players. Oh Mann. Ja, Intro kennen wir. Wer das Intro noch nicht gesehen hat, kann ich Folge 1 empfehlen. Oh Mann. So. Dann nochmal bitte ohne Absturz. Bitte, bitte, bitte. Sei ein liebes Spiel. So. Wenn ich jetzt hätte diese komischen Krieger da wieder besiegen müssen oder dieses Gasrätsel nochmal machen, dann wäre ich ein bisschen not amused gewesen. So, neue Strategie. Neue Strategie heißt auf keinen Kreis drauf treten. Da kann man nur mit einem Kreis weiter. Da ist ein Kreis. Da ist auch ein Kreis. Also mit null Kreis geht, glaube ich, nicht. Versuchen wir mal wenig Kreis. Da hinten sehe ich wieder einen Kreis. Da ist. Oh, da ist was. Sieht nach nackter Frau aus. Ist das jetzt Tina? Also Tina Dahilim, die, also wenn wir uns in Isha befinden, könnte das Tina Dahilim sein, wobei plus 580 Jahre doch eher unwahrscheinlich ist. Es sei denn, sie ist halt auch durch dieses Zeitportal gekommen und für sie ist jetzt auch eigentlich Stunde Null. Ah, sie wird runtergesenkt. Ups. Jetzt wissen wir, was geschrien hatte. Okay, man sollte möglichst wenig Kreise betreten. Weil es schien so, als würde sie pro Kreis einmal runtergelassen werden. Okay, wir laden nochmal neu, bitte diesmal ohne Spielneustart. Bitte, danke. Da klingt aber machbar. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das machbar. Aber wenn das jetzt wirklich Tina ist, macht es mir ein bisschen Sorge. Aber kriegen wir irgendwie hin. So, dann speichern wir halt dann jetzt gerade wieder ab. So, okay. Dann überlegen wir uns, wie wir damit am wenigsten Kreisen hinkommen. Also da müssen wir auf jeden Fall zwei rüber. Wenn wir aber hier rüber gehen, haben wir einen. Da haben wir einen zweiten. Das ist, glaube ich, der Weg zu ihr. Ich glaube, das war schon eins zu viel. Aber das ist die Plattform, auf die. Das war eins zu viel. Okay. Das war. Sorry, Tina, falls du es bist. Tut mir leid. Tut mir ganz furchtbar leid. Ich wollte dich nicht rösten. Vielleicht ist auch der Weg, der zuerst mal als schlechteste aussieht, vielleicht dann doch der beste. Also da sollten wir garantiert nicht rüber. Oder gibt es noch einen anderen Weg, wo man... Nein, sie steht jetzt auf der Plattform. Und wenn wir da jetzt rübergehen, stürzt sie ab. Oder kommt man von der anderen Seite noch an sie ran? Ja, Entschuldigung. Ja, wir schauen uns das mal kurz an. Ich glaube, das ist die Plattform, von der aus man an sie rankommt. Kann aber auch sein, dass man auch von hier aus an sie rankommt.
Weil das war, glaube ich, zu viel. Okay, wir laden noch mal. Ja, immer wenn wir neu laden, weiß Tina nicht mehr, dass wir sie quasi ein bisschen durchgegart haben. So, hier rüber sind wir noch bei 0. Ich sehe sie halt jetzt auch nicht. Nee, sie ist, glaube ich, da irgendwo. Jetzt hier. Ah, war das jetzt richtig? Ich glaube, noch einmal. Hä? Wo war sie denn jetzt? Nee, hä? Das war... Ach, da war sie. Gut, das kriegen wir hin. Ich glaube, das war der bessere Weg. Ich hätte nur vielleicht vorher einmal unnötig auf eine Platte drauf treten sollen. Wir schauen mal. Moment. So. Wenn wir jetzt an sie ranlaufen, hing sie, glaube ich, noch zu hoch. Oder? Oder muss ich einfach klicken? Hi. Oh. Jetzt haben wir es richtig gemacht. Bist du Tina? Schön, euch zu sehen. Schnell, bringt mich fort. Wir müssen Zolta Wings finden, meinen Partner. Haben wir schon mal was von einem Zolta gehört? Sutina? Ja, ich glaube, das heißt jetzt, dass wir sie mitnehmen müssen. Oh Mann. Ich liebe solche Stellen im Spiel. Ich hatte eigentlich gedacht, dadurch, dass man... Wir probieren das erstmal. Dadurch, dass man am Anfang sich die eigene Gruppe zusammenstellen kann, dass man keine Charaktere aufgezwungen bekommt. Doch. Doch. Sie ist eine Klerikerin, die man mitnehmen könnte. Stufe 24 bin ich nicht abgeneigt. Intelligenz 17 ist auch okay. So. Jetzt ist die Frage, wer Zolta ist, ob wir sie nur bei Zolta abgeben und sie dann raus ist, oder ob Zolta zu uns in die Gruppe kommen möchte, so wie wir das ja mit Grims und Grimsel hatten, dass wir dann mit Zolta dann den Endboss besiegen müssen oder Zolta irgendwas kann, was wir für den Endboss brauchen, so à la Morgula von Teil 1. Die ja einen Anti-Krog-Spruch konnte, also einen Anti-Sohn-Spruch. Also Krog war der Endboss und Morgula war die Mama von Krog. Oh Mann. Ja, also mein erster Favorit ist natürlich Grimms, den loszuwerden, weil Kleriker kann auch heilen, kann auch mehr Sprüche lernen. Na, jetzt ist aber die Frage, was macht Grimsel, wenn wir ihren Vater... Wir schauen uns erstmal, ob wir Grims offiziell entlassen können. Dagegen, war klar. So, wenn Aramir jetzt Grims tötet, kann es sein, dass sich irgendjemand rächt. Aber wir könnten ihn wiederbeleben. Wir versuchen das mal. Also, Aramir... Ah nee, zuerst müssen wir zuerst mal ausziehen. Entschuldigung, ich hätte es fast vergeigt. Fast, aber nur fast. Brot auffüllen. Da geht noch Brot hin. So, dann ziehen wir bitte mal die Rüstung aus und drückt das mal Zelloran. Das Seil hätte ich auch noch gerne. So, und beim Rest ist mir nicht so wichtig. Wird er dann auch unterkriegen. Grimsel, hast du noch Platz? Ja, du hast noch Platz.
Ach so. Irgendjemand hat hier zu viel Pfeile gehabt. Egal, sei es drum. Hat noch irgendjemand Platz für einen Dolch? So, die restlichen Dolche darf der liebe Grimms mit in die ewigen Jagdgründe nehmen. Sehr schön. Dann, das tut immer so weh, wenn man die Helden umbringen muss. Aber okay. Ja, irgendjemand, wahrscheinlich hat Grimsel jetzt Aramir umgebracht, aber Grimsel, du wirst jetzt bitte, wenn du Mana hast, bitte nochmal unseren Aramir wiederbeleben. Ist immer dasselbe mit euch. So, Brösterchen. Achso, hier zuerst mal zumachen. Keine Panik. Hi, Aramir. So. Da müssen wir uns jetzt einmal bewegen, um ihn loszuwerden. Zum Glück ist nur der Käfig abgeraucht. So, mein Mädel. Grimsel, es tut mir wirklich leid. Ich meine das ernst. Ich finde das schon immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man seine liebgewordenen Helden dann umbringen muss. Aber ist jeder dafür? Also Grimsel hat mir vielleicht verziehen und die Notwendigkeit eingesehen. Keine Ahnung. Sie ist wirklich Tina. Okay. Du. Moment mal. Tina, du stehst mit Sicherheit nicht vorne. So müsste das passen. Eins und zwei sind Aramir und Targan, stehen vorne, der Rest hinten. Gut, dann passt das schon mal. Dann sollten wir Tina was zum Anziehen geben. Kannst du diese Rüstung tragen? Oder ist die nur für Männer? Für ein anderes Geschlecht, na Glückwunsch. Nein, wir haben keine Diskriminierung des weiblichen Geschlechts. Nein, haben wir nicht in diesem Spiel. Total abwegig. So, dann ziehen wir dir bitte ein dickes Mäntelchen an. Sonst verwirrt das die Herren der Schöpfung. So. Dann haben wir das erledigt. Dann hoffe ich jetzt, dass das Zurückteleportieren von unserem lieben Zelloran funktioniert. Daumen drücken. Sieht gut aus. Ja. Weil aus diesem Dungeon noch mal rausrennen? Nein. Nein. Oh, Zelloran müssten wir heilen. Er verliert immer seinen Mana und auch sein Leben, wenn er uns teleportiert hat. Aber wir sind ja so gut wie in Sicherheit. So, was kann mein Mädel? Ja, sie kann halt auch Feuerresistenz. Sie kann heilen. Also wir haben uns auf jeden Fall sprüchetechnisch schon mal verbessert. Auch wenn es mir um Krims leid tut, da ist wieder unser Kollege. Was meinst denn du? Zolter arbeitet im Palast. Okay, ja, in den Palast wollte ich eh noch mit euch. Tina wäre überglücklich, wenn du deine Turteltäubchen an einem sicheren Ort zurücklässt, etwa in dem Wald. Oh mein Gott, mir schwant ganz, 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 ganz furchtbar Böses. Wenn wir die Turteltäubchen im Wald abgeben müssen, heißt das, dass wir erstens wieder in diesen verdammten Wald rein müssen, was auch immer die da wollen, und zweitens, dass wir noch jemanden aus der Gruppe rauswerfen müssen. Nur um die Leute dann im Wald abzugeben. Das ist echt fies, Spiel. Ich kenne den Chaoszauber, der in eurer Dimension wiedergeboren werden möchte. Wie hieß der Gute noch? Shandar, beziehungsweise. Weil Chaoszauberer war doch der Endgegner von Teil 2, den wir leider nicht getötet haben, weil er geflüchtet ist. Alnatrox, beziehungsweise Shandar heißt der Gute. Den nennt man halt auch den Chaoszauberer, beziehungsweise Chaosmönch. So, der will wiedergeboren werden. Es ist, genau, Alnatrox. Schön. Man sollte vielleicht weiterlesen.
Zu Zeiten von Kendoria hat er schon einmal menschliche Gestalt angenommen. Genau dies, das Vergnügen hatten wir. Als der böse Shanda. Sehr schön, hab ich gewusst. Wenn ihr es schafft, ihn von der großen Konjunktion zu töten, werden seine Pläne fehlschlagen. Übrigens, mein Name ist Alster. Hi Alster, schön, dass du dich mal vorstellst. Und die große Konjunktion, die ist noch dieses Jahr. Die ist noch dieses Jahr, denn wir sind im Jahre 100 und... Nee, dann kommt der Meteoritenschauer. Doch, dann ist auch die zweite große Konjunktion der Planeten, also alle Planeten in Reihe und Glied. Ja, und da war er wieder weg. Sehr schön. Gut. So weit, so gut. Also wir müssen in den Palast. Das, ja gut. Da brauchen wir diese komischen Uniformen für. Und da wissen wir nur, dass wir da in Theater, also beim Kostümverleih, welche bekommen könnten und tendenziell gegen, wie hieß das Gesöff noch? Limettengeist, genau. Den hatte ich da schon mal eingekauft. Den haben wir schon länger auf Lager. Aber bevor wir jetzt noch weitere Dinge tun, machen wir zuerst mal ein Nickerchen und gehen nochmal Brot kaufen. So, wir schlafen. Hi. Ich bin John der Magier. Somit kann ich zu euch sprechen. Auf der Karte findet ihr ein Haus nahe des Brunnens, wo die Kostüme gelagert werden. Gut, dann vergesst das mit dem Limettengeist, den ich gekauft habe. Die kriegen wir dann wahrscheinlich anders. Oder wir müssen dort dann gegen Limettengeist das dann kaufen in diesem Haus. Weil wir kennen ja bisher nur den Theaterbesitzer. Egal, also Markierung auf der Karte, Nähe Brunnen, wo wir die Kostüme finden. Ja, John, unser guter alter John, den wir im Teil 1 getroffen haben, im Teil 2 im Intro gesehen haben und der eigentlich tot ist. Genauso wie wir. Aber egal, darf man alles nicht so genau nehmen. So. Dann müssen wir jetzt dann auch leider in die Pause. Ich kaufe nochmal Brötchen und, wobei, ich glaube, das lohnt sich nicht, Brötchen zu kaufen. Nee, wir hatten ja nochmal Brot gefunden und ja, wir werden Tina wohl nicht lange bei uns haben. Gut, in der nächsten Folge schauen wir uns nach den Kostümen um. Ich speichere jetzt direkt mal ab, bevor jetzt das Spiel irgendwie nochmal die Biege macht und schicke euch in die Pause. Bis gleich.